Final Fantasy – Die Mächte in dir sollte der endgültige Durchbruch des japanischen Entwicklers werden. Bis zu diesem Zeitpunkt wirkte es so, als sei die Final Fantasy Marke absolut unfehlbar. Sicher, Final Fantasy IX erreichte nicht mehr die Verkaufszahlen seiner Vorgänger, doch es verkaufte sich immer noch besser als so ziemlich jedes andere JRPG auf dem Markt. Mit Die Mächte in dir wollte Square nun auch die Kinoseele erobern und schien keinerlei Zweifel daran gehabt zu haben, dass der Film ein Erfolg sein würde. Serienerfinder Hironobu Sakaguchi bekam die Position des Regisseurs zugewiesen, obwohl er noch nie zuvor an einem Film gearbeitet hatte, geschweige denn einer CGI-Produktion mit brandneuer Technik und einem Budget von über 100 Millionen US-Dollar. Der Plan ging nicht auf. Weder Zuschauer noch Technik waren bereit für einen CGI-Film, der Menschen auf realistische Art und Weise darstellen sollte. Zwar sah der Film insgesamt großartig aus, doch die Charaktere landeten mitten im sogenannten Uncanny Valley. Sie kamen zwar echten Menschen recht nah, doch die Details in ihren Gesichtern, die Perfektion ihrer Haut und die nicht zu 100% überzeugenden Animationen ließen immer erkennen, dass es eigentlich nur Computergrafiken sind. Als Die Mächte in dir im Juli 2001 in die Kinos kam, waren die Gespräche bezüglich eines Zusammenschlusses zwischen Square und Enix bereits weit fortgeschritten. Die Entwicklungskosten von Videospielen hatten sich durch die immer aufwendiger werdende 3D-Technologie in den letzten Jahren vervielfacht. Die beiden japanischen Unternehmen verbanden seit jeher eine Freundschaft und so war eine Fusion der logische nächste Schritt. Neben neuen Ressourcen, die Kosten insgesamt senken würde, bekam Enix so außerdem die Möglichkeit, endlich im Westen Fuß zu fassen, während Square künftig an den Einnahmen von Dragon Quest mitverdienen konnte. Doch durch die immensen Kosten von Die Mächte in dir schrieb Square das erste Mal seit 1996 rote Zahlen. Sakaguchi wurde für den Verlust des Films von etwa 80 bis 100 Millionen US-Dollar persönlich verantwortlich gemacht. In der Konsequenz musste er sämtliche kreative Positionen verlassen und durfte sich künftig nur noch als ausführender Produzent bezeichnen. Ein paar Jahre später würde er die Firma verlassen und Mistwalker gründen. 2000 und 2001 veränderte sich Square grundlegend. Die komplette Führungsetage wurde ausgetauscht. Square Pictures geschlossen, kurz, der Firma ging es nicht gut. Das schreckte wiederum Enix ab. Diese waren zum damaligen Zeitpunkt das finanziell stärkere Unternehmen und dachte gar nicht daran, mit einem Entwickler zu fusionieren, der Verluste machte und an allen Ecken und Enden Leute feuerte. Doch Square schaffte es, aus dem finanziellen Loch zu entkommen. Mit genau der Marke, die sie überhaupt erst hineinbrachte. Nachdem Final Fantasy X zum japanischen Release im Juli 2001 bereits fast komplett ausverkauft war und sich innerhalb kürzester Zeit knapp 2 Millionen Mal verkaufte, konnte die Serie diesen Erfolg einige Monate später auch in den USA und Europa wiederholen. In der Zwischenzeit hatte Sony einen Anteil von 18,6% von Square übernommen und die Firma nach dem Desaster von Die Mächte in dir über Wasser zu halten. Dem Erfolg von Final Fantasy X folgten die japanischen Veröffentlichungen von Kingdom Hearts im März und Final Fantasy XI im Mai 2002. Beide Titel konnten die in sie gesetzten Erwartungen übertreffen. Besonders Squares Kooperation mit Disney wurde von den Fans begeistert aufgenommen. Sie erzählt die Geschichte des jungen Sora, der mit seinen Freunden, darunter etwa Wakka und Tidus aus Final Fantasy X, auf der Schicksalsinsel lebt. Als die Insel von den Herzlosen überrannt wird, kommt er plötzlich in den Besitz des sogenannten Keyblades. Das schlüsselförmige Schwert macht auch Goofy und Donald auf ihn aufmerksam, die im Auftrag von König Mickey ebenfalls gegen die Invasion der Herzlosen kämpfen. Die Zusammenführung von Disney und Final Fantasy Charakteren wirkte wie eine vollkommen verrückte Idee, die sich im Endeffekt jedoch als kreative Meisterleistung herausstellte. Endlich hatte Square es geschafft, neben Final Fantasy eine weitere Serie zu etablieren, die zuverlässig Geld in die Kassen brachte. Daneben überzeugte auch Final Fantasy XI als Gelddruckmaschine. Dank der monatlichen Abogebühren sorgte das MMORPG für einen konstanten Geldfluss. Gemeinsam mit Sonys Unterstützung konnten die drei Spiele so bis zum Ende 2002 Square wieder aus der miserablen finanziellen Lage befreien. Damit war der Weg für die Fusion mit Enix endgültig geebnet. Denn dem Konkurrenten ging es gerade nicht besonders gut. Durch eine ungeplante Verschiebung ihres Kassenschlagers Dragon Quest und dem Aufkauf von Game Arts lag es absolut in Enix Interesse, durch eine Fusion an dem mittlerweile wieder erfolgreichen Geschäftsmodell Squares teilzuhaben. Am 25. November 2002 war es schließlich soweit. Square und Enix verkündeten offiziell, dass sie im April 2003 zum Unternehmen Square Enix fusionieren würden. Gemeinsam wolle man sichergehen, dass man auch in Zukunft gegen westliche Entwickler konkurrieren könnte.
könne. In der Zwischenzeit erreichte Squares Kingdom Hearts in Amerika Verkaufszahlen von 1 Million Einheiten. Damit hatte sich das Spiel weltweit über 3 Millionen Mal verkauft. Ebenfalls bemerkenswert, am 13. März wurde mit Final Fantasy X-2 der erste direkte Nachfolger eines Serienteils in Japan veröffentlicht. Das war Teil der neuen Marktstrategie der Firma. Man wollte jeden verfügbaren Cent aus der Serie herausquetschen und mit einem direkten Nachfolger konnten Tausende bereits erstellte Assets schlicht wiederverwendet werden. Der Erfolg gab Square recht. Final Fantasy X-2 kostete in der Entwicklung bedeutend weniger als seine Vorgänger und verkaufte sich innerhalb kürzester Zeit mehr als 1 Million Mal. Eine kleine Änderung gab es allerdings. X-2 nahm sich weniger ernst und konzentrierte sich zum großen Teil auf Nebenaufgaben und das Sammeln von Kostümen für die drei Heldinnen. Während viele Fans von der plötzlichen Tonänderung überrascht wurden, gaben die Zahlen der Firma recht. Mit so viel Rückenwind war es am 1. April 2003 dann tatsächlich soweit. Aus Square und Enix wurde Square Enix.